Hallo und willkommen zu diesem neuen Video auf Aquadicted, unserem und eurem Aquaristikkanal. Und heute gibt es wieder eine Dauerwerbesendung, denn das steht ja sowieso immer in unseren Videos. Und ja, heute wollen wir dem mal gerecht werden und mal richtig die Werbetrommel rühren und euch ein schönes, interessantes neues Produkt zeigen. Viel Spaß im Video. Im November, glaube ich, war es, also nicht letztes Jahr, sondern im Jahr zuvor, also 2021, haben wir uns ausgelassen über den Aquario Neo Skimmer und wir haben euch erklärt, dass das Ding nichts taugt und nicht funktioniert. Mhm. Und du siehst, es sprudelt. Wie die Sau. Als gäbe es keinen Morgen. Das spritzt dir auch die ganze Lampe voll. Ja, genau. Also wenn du hartes Wasser hast, viel Spaß beim Entkalken. So, jetzt film mal bitte von vorne, damit ich hier demonstrieren kann, wie fragil das ist. Also ich drehe ein ganz kleines Stück nach hinten. Und es kommt immer noch Luft. Immer noch Luft. Keine Luft mehr, keine Skimmerfunktion mehr. Jetzt drehe ich ein ganz kleines Stück nach vorne. Luft, Skimmer. Wenn mir ein Hersteller eine so innovative neue Funktion verspricht, dann möchte ich, dass dieses Ding uneingeschränkt so funktioniert, wie ich das gerne einstellen möchte. Und zwar ohne, dass der die Luft hier reinzieht, weil die ballert mir hier sonst nämlich schön mein CO2 aus dem Aquarium. Und das ist nicht im Sinne des Erfinders. Und es gab zuvor auch schon einige andere Videos dazu. Einige andere Aquaristik-YouTuber haben sich da schon zu geäußert. Und im Endeffekt war das Feedback ganz gut. Aber wir haben damals gesagt, nee, so wie das Ding da lief, ist nicht akzeptabel. Das geht so nicht. Wir müssen euch da eine Alternative vorschlagen. Das haben wir auch getan. Und diese Alternative haben wir bis heute im Sortiment und empfehlen die auch gern. Das ist nämlich der Ista Mini Skimmer. Aber ich weiß nicht, woran es lag. Entweder hat man bei Aquario Hausaufgaben gemacht und den Fehler selbst gemerkt oder die haben unser Video gesehen und sich gedacht, Mensch, das funktioniert wirklich nicht, wir bauen das Ding nochmal neu. Und es hat nicht lange gedauert und es kam ein Paket mal wieder aus Südkorea. Und in diesem Paket waren so ein paar Sachen, die sahen ganz interessant aus. Und zwar gab es dann nochmal das Neo Flow Set in der Größe M und L und es gab nochmal einen Neo Skimmer. Und nun war das aber überklebt mit einem kleinen Aufkleber, auf dem steht Version 2. Interessant. Dann haben wir uns gedacht, schauen wir mal rein, was hat sich geändert? Und es hat sich all das geändert, was wir kritisiert haben. Und zwar einmal war der Körper oben, dieser Schwimmkörper, der war jetzt bei dem neuen Modell etwas gröber oder größer bemessen. Also es passt mehr Luft rein. Das ist ja das, was ich damals versucht habe, mit diesem Styropor umzubauen. Also er treibt mehr auf. Und das Rohr, auf dem der steckt, das Ansaugrohr, ist jetzt auch etwas dicker im Durchmesser. Und das wiederum hat dazu geführt, dass das Teil jetzt genau das macht, was es tun soll, nämlich es funktioniert. Dieser Skimmer ist wirklich jetzt gut und durchdacht und wir empfehlen den auch und haben ihn auch schon seit Januar, glaube ich, im Sortiment und die ganze Zeit wollten wir schon ein Video dazu machen, haben das aber noch nicht geschafft und hinbekommen und heute ist es soweit, heute haben wir es mal auf die Reihe bekommen und können euch das Teil in Aktion zeigen und so, wie sie hier neben mir stehen. Und genau das, wie gesagt, was ich euch gerade eben schon erzählt habe, ist passiert. Ich nehme jetzt hier mal so ein Teil raus, weil ihr könnt nämlich diesen Skimmer einzeln kaufen und ihr könnt das ganze Set kaufen, Ein- und Auslauf, und die Vögel erfreuen uns und euch schon wieder mit der schönen Akustik im Hintergrund. Ja, es ist eine ganz einfache Sache. Es ist ein Aufsatz für den Filterauslauf und in den kommt ein Rohr oben rein. Das gibt es in zwei Längen, je nachdem, wie tief man den einbauen möchte. Ein Winkel ist noch dabei, ein 90-Grad-Winkel und dieser Schwimmkörper. Und wenn ihr das Teil so auf einen Filter bauen wollt, dann funktioniert das. Oder ihr sagt eben, ich will sowieso Ein- und Auslauf haben, in schick, in schön. Und da gibt es dieses Set, das haben wir in dem Zug damals auch nochmal erwähnt, mit einem Einlaufrohr, Auslaufrohr, Ansaugkorb und Halterung. Da ist das alles dabei und da ist auch dieses Teil drin. Und das Besondere daran ist, denn ihr seht es hier neben mir, das ist ein 20er Nanocube von Dennerle. Der läuft mit dem originalen Infilter und ich habe dieses Teil auf diesen Infilter gebaut. Denn ich persönlich, also ich weiß nicht, wie du das siehst, finde das immer extrem hässlich, wenn da Deckscheiben drauf sind und da hängt alles voller Wassertropfen. Ja, die verkalkt auch immer. Je nachdem, wenn du weiches Wasser hast, nicht so sehr, aber das stimmt schon, das verkalkt oft. Und es mindert die Optik. Und ich habe ganz gerne die Aquarien clean. Und wir haben ja hier im Laden sowieso das Problem, immer ist irgendwie Staub und Krümelchen und irgendwelche kleinen Haare in der Luft. Und das sammelt sich auf einem Becken, klein oder groß. Und das sieht ganz fürchterlich aus. Und vor allen Dingen, Problem, CO2 kann nicht raus, Sauerstoff kann nicht rein.
hier sollte ein Skimmer dran. Aber was baust du jetzt für einen Skimmer hier dran, wenn du keinen Außenfilter verwenden willst? Gibt es ja eigentlich gar keine Möglichkeit. Deswegen, also, ja. Von Daniel gab es so ein Meerwasser-Marine-Set. Ja, mit diesem. Da war eigentlich gar kein Filter, es war nur ein Skimmer mit dem Schaumstoff. Und das Teil ist ungefähr ein Fünftel so groß wie dieses Aquarium. Also es hätte jetzt auch nicht so schön ausgesehen. Aber ja, das gab es mal und das war jetzt also designtechnisch keine Meisterleistung. Es mag funktioniert haben. Ich möchte halt hier in jedem Becken eine cleane Wasseroberfläche. Und ich muss ehrlich sagen, bis es dieses Teil gab, und das ist jetzt meines Erachtens nach wirklich ein Produkt, das ist revolutionär, darauf hat die Aquaristik gewartet, gab es keine Lösung. Also man konnte immer nur einen Außenfilter anbauen oder irgendwas anderes machen. Aber das ist die dezenteste Lösung, die es jetzt gibt. Und das Teil kommt in zwei Größen, einmal für einen 12-16er und einmal für einen 16-22er Schlauch, also diese zwei typischen Durchmesser. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich das jetzt hier etwas modifiziert habe. Denn das Rohr, also dieser Aufsatz, der da drauf kommt, hat den gleichen Durchmesser wie der Auslauf vom Filter. Und ich habe es nicht mit einem Schlauch adaptieren können, weil das ist einfach, naja, von der Bauform her bei diesem Dennerle-Teil so, man kann keinen Schlauch draufstecken, wenn dieses Auslaufrohr so geht, wie es jetzt geht. Also das läuft parallel zur Scheibe Richtung, und das passt nicht drauf. Wenn der Auslauf Richtung Frontscheibe ist. Genau, genau. Wenn du es in die Mitte drehen würdest, dann passt ein Stück Schlauch drauf, dann kann man es adaptieren. Und ich habe das Ganze so gelöst, indem ich noch ein kleines Stück Rohr durchgeschnitten habe und habe es reingesteckt. Also ich habe den Durchfluss etwas vermindert. Da muss ich jetzt aber fairerweise dazu sagen, das mindert etwas die Funktion. Also man muss bei diesem Teil und gerade hier bei diesem niedrigen Wasserstand auch regelmäßig mal Wasser nachfüllen, denn ist zu wenig drin, dann zieht er sofort Luft, dann spritzt es hier oben auch raus, das Wasser, das hatten wir auch schon gehabt. Ist zu viel drin, funktioniert das auch nicht ganz, denn ich habe auch die Länge etwas gekürzt. War hier technisch nicht anders möglich. Müsst ihr euch nicht so kompliziert machen zu Hause. Grundsätzlich funktioniert es auch etwas einfacher. Ich kann nur den Filter nicht nach unten setzen. Das ist hier, wie gesagt, technisch nicht machbar. Aber ihr könnt das mit einem Dennerle-Innenfilter kombinieren. Achso, oder mit einem technisch nicht machbar. Ja. Ich dachte wegen deinem Steinaufbau. Ja, deswegen technisch. Also ich kann nicht weiter nach unten. Aber ihr könnt das jetzt mit jedem anderen Filter auch kombinieren. Hauptsache, er hat einen runden Filterausfluss. Also ein Tetra zum Beispiel, der ist flach, das geht nicht. Mit einem JBL-Eckfilter funktioniert es, mit einem Eheim funktioniert es eigentlich auch. Also alle, die einen runden Filterausgang haben, damit ist das kompatibel. Ich habe hier im Laden auch schon einigen von unseren Kunden erzählt, wie sie es machen können und wie sie das jetzt zusammenbauen können. Und bis jetzt habe ich nur positives Feedback. Also dieses Teil scheint wirklich bei jedem und überall zu funktionieren. Und das finde ich super. Ja, also generell die einzige Lösung in der Hinsicht. Also ein Skimmer am Auslauf, das hat es bis dahin noch nicht gegeben. Und ja, ich verstehe es auch. Die Hersteller, die probieren irgendwas Neues auf den Markt zu bringen, die überlegen sich was und die Idee ist gut. Aber der erste Versuch, naja, vielleicht hätte man es erstmal eine Weile testen sollen, bevor jetzt diese Teile da in den Verkauf geschmissen werden. Und auch bei Aquasabi war man jetzt nicht unbedingt so ganz angetan davon, denn da haben wir ja auch mit gesprochen und uns da ausgetauscht. Also da ging es den Jungs und Mädels bei Aquasabi ähnlich. Feedback war durchwachsen und jetzt mit der Version 2, die ist jetzt seit einer Weile auf dem Markt, also ist etabliert. Und ihr könnt dieses Teil jetzt bei uns und auch bei Aquasabi endlich bestellen. Gab es ja vorher nicht in Deutschland, sondern ich glaube Green Aqua waren die ersten, die es hatten. Und wir wollten jetzt auch mit diesem Video so lange abwarten, bis wir euch das verlinken können, weil ansonsten gibt es wieder viele Fragezeichen. Ja, wo gibt es das Teil und ist ausverkauft? Also zum jetzigen Zeitpunkt, ich hoffe, es ist nicht ausverkauft, wenn ihr dieses Video seht. Ich habe mir auch noch mal ein paar bestellt für den Laden. Gotha hat auch welche, oder? Ja. Genau, das ist gut. Also ihr könnt sie bei uns auf jeden Fall kaufen, in Gotha und in Erfurt. Und wenn ihr jetzt natürlich einen weiten Weg habt und ihr wollt jetzt wegen diesem Teil nicht herkommen, wir haben es euch auch unten noch mal in der Videobeschreibung verlinkt. Größe M, Größe L und dieses Teil so wie es ist, ja, plus eben diesen Ein- und Auslauf im Set. Wenn ihr denn möchtet, habt den Innenfilter, braucht ihr das natürlich nicht. Ich bin auf jeden Fall begeistert und finde es gut. Und ja, wir hatten da bis jetzt wirklich nur positives Feedback. Was ich noch dazu sagen muss, also speziell bei diesem Innenfilter, es ist so, dadurch, dass ich diesen Durchfluss etwas verringert habe und das Wasser jetzt im Prinzip nochmal vorne, naja, es hat mehr Widerstand, durch dieses Rohr da rausgedrückt wird, kommt es manchmal vor, dass der Filter, das Flügelrad selbst, etwas Geräusche macht. Ich hatte das Aquarium vorher zu Hause stehen, da hat es mich tierisch genervt. Ich habe dann immer den Stecker gezogen, wieder reingesteckt, gezogen, reingesteckt und irgendwann lief es dann wieder ruhig. Hier im Laden hört man es jetzt, wenn man mit dem Ohr rangeht, auch ein kleines bisschen.
Aber es ist nicht so schlimm und vor allen Dingen liegt es auch hier daran, dass ich das Ding ja verjüngt habe. Wenn ihr den Filter im Original nehmt, ist so ein Auslaufrohr dabei, also so ein Teil zum Reinstecken mit so vielen kleinen Löchern. Das könnt ihr absägen und das nehmen hatte ich jetzt hier nicht mehr, deswegen habe ich so gemacht. Aber dann funktioniert es auch ohne großen Widerstand und dann geht das auch einfacher. Also ich habe wahrscheinlich die komplizierteste Version hier zusammengesucht. Du meinst von dem Dennerle-Filter? Von dem Dennerle-Filter ist Breitstrahlrohr. Genau, so ein schwarzes Rohr. Nicht das breite, sondern das schwarze mit diesen vielen kleinen Löchern. Ja. Also dieses, weiß ich nicht, wie das heißt, Strahlrohr. Strahlrohr. Irgendwie so. Das könnt ihr nehmen und könnt das abschneiden, dass im Prinzip das kleine Ende in den Filter reinpasst. Ich glaube, wir blenden euch das jetzt mal irgendwie ein, dass ihr es besser versteht. Und dann kommt da oben drauf mit einem Stück Schlauch dieses Teil, diesen Skimmer, und dann funktioniert das auch. Und wenn ihr es etwas tiefer einbaut, dann ist auch dieses Spiel etwas größer, also zur Wasseroberfläche, und dann zieht er nicht so schnell Luft. Also generell, ja, ich glaube, ich habe es mir ja wirklich sehr, sehr kompliziert gemacht, aber es funktioniert trotzdem und ich muss halt immer mal danach gucken. Ansonsten wirklich fehlerfrei, kann ich nichts zu sagen. Wenn es mal eine Schnecke oder eine Garnele da reinschafft und das Teil ist weit genug auf, also ich habe es jetzt relativ schmal, dann fluppt die damit durch und ja, landet wieder im Aquarium. Also es gibt da grundsätzlich keine Probleme, dass euch da auch die Babygarnelen angesaugt werden. Wenn das passiert, die fliegen wieder raus. Ja, ansonsten ist mir eigentlich nichts aufgefallen. Dieses Teil läuft jetzt seit einem Dreivierteljahr hier und das war jetzt eigentlich mein längster Versuch, um das mal auszuprobieren. Und jetzt sehe ich gerade, fällt hier wieder so eine kleine Fussel rein und wird direkt Richtung Skimmer gezogen. Also es funktioniert wirklich gut. Ich habe die kleine und die große Variante ausprobiert. Ich habe es auch mal an der Strömungspumpe ausprobiert in einem Aquarium, die etwas tiefer positioniert war. Lief bis jetzt ohne Probleme. Pflege und sauber machen, ganz easy, haben wir euch auch schon mal ein Video gemacht. Und zwar Zubehör für das Aquarium richtig reinigen. Gilt auch hierfür. Ihr könnt das dann einweichen, in dem Power Clean zum Beispiel von JBL, so wie wir das machen. Und danach wird das mit einer weichen Bürste wieder abgebürstet. Ihr müsst da nicht rumschrubben und dann kommt das wieder drauf. Und dafür, dass es jetzt ein Dreivierteljahr alt ist, sieht es immer noch aus wie neu. Du meinst eine Multibrush? Ja genau, mit einer Multibrush. Du kannst mir ja gerne mal eine ins Bild halten. Wir haben ja jetzt die Multibrush hier im Einsatz. Aber dann nimmst du am besten eine frische. Die sieht nämlich schon ganz schön zerrupft aus. Welche möchtest du? Wir haben Black Molly zur Auswahl, wir haben den Flamingo Guppy, den grünen Neon Rasborer und der blaue war? German Blue Ram. Der German Blue Ram, ich will immer sagen blauer Neon. Also mit einer Multibrush könnt ihr dieses Teil natürlich auch schön sauber bürsten, ihr müsst da nicht dran rumschrubben. Und ich fand es ganz lustig, jetzt am Wochenende war eine Kundin hier aus Leipzig, die hat nach einer Multibrush gefragt und ich habe sie gefragt, welche Farbe. Und dann hat sie gesagt, ich hätte gerne die Black Molly. Da musste ich schon gut feiern. Wenn ihr jetzt nicht wisst, was es damit auf sich hat und ihr fragt euch jetzt, was erzählen die da eigentlich, dann schaut mal auf unsere Website, die du letztens wieder relaunched hast, die ist auch unten verlinkt. Da haben wir jetzt auch unsere beliebte Multibrush. Ich hätte ja vor drei Jahren nicht geglaubt, dass ich mal dieses Produkt in der Hand halte. Ich verlinke mal die Videos in der Videobeschreibung, wo wir die überall schon mal benutzt haben. Eigentlich ist die findest du noch? Permanenter Gast. Ja, Steine. Ja, stimmt. Kalk von den Scheiben wegmachen. Genau. Boden Sand rein, ja. Sand reinigen. Genau. Unser zweites Video war schon eine Zahnbürste am Start. Ach ja. Wasserwechsel im Aquarium. Ja. Und am ehemaligen Becken, was hier stand, haben wir sie auch benutzt. Filter reinigen, als wir den Eheim-Filter auseinandergenommen haben. Genau. Und es gab die Multibrush, bevor Eigenserie, es sie gab. Na? In der Eigenserie. Ja, genau. Also wir haben... Das war eigentlich ein Kultprodukt, bis es überhaupt eins war. Und deswegen gibt es die jetzt. Und ja, gibt es bei uns im Laden und haben wir euch natürlich auch unten verlinkt. Also damit mache ich sie auch, also diese ganzen Teile hier, was ich gerade erwähnt habe, auch sauber. Ich benutze das auch selbst. Ansonsten ist mir wirklich nichts aufgefallen, was jetzt hier irgendwie nicht funktioniert hat. Wenn ihr das Teil jetzt wirklich böse runterschmeißt, es ist Acryl, es kann natürlich auch kaputt gehen, ist aber grundsätzlich robuster als ja, ein richtiges Glasteil und das gibt es so auch nicht. Und dass man das gut sieht, das werden wir euch jetzt auch gleich nochmal einfangen, was der macht, der Skimmer. Wenn der eine Weile läuft, dann ist dieser Wasserstand, ist ja so auf, ich sag mal, 2 Zentimeter unter dem Wasserstandsniveau, ist das Wasser in dem Skimmer. Und da sammelt sich so eine richtige konzentrierte Kammhaut. Und wenn man das dann mit dem Finger so antippt, dann fluppt dieses Stückchen, was sich da drin gesammelt hat, direkt vorne raus. Zurück und die Garnelen freuen sich. Zurück ins Aquarium. Zurück ins Aquarium, genau. Die Garnelen freuen sich. Es wandert durchs Becken. Aber die Garnelen freuen sich, weil dann können sie es ja komprimiert fressen. Das ist dann... Also ohne Garnelen braucht ihr euch diesen Skimmer nicht kaufen. Garnelen gehören in jedes Aquarium.
Ja, ist wirklich eine coole Geschichte. Also ich finde es echt toll. Und Aquario macht zumindest auch, was die Optik angeht, super dezente, ja, Tools sind es ja nicht. Was ist das? Zubehör fürs Aquarium halt. Skimmer zum Beispiel, jetzt halt die neueste Geschichte ist der Skimmer und die Neodiffusoren. Hier läuft ja auch einer drin, der Tiny. Zudem gab es ja auch schon mal ein separates Video, also ist auch schon eine Weile auf dem Markt. Wir sind mit den Produkten ganz zufrieden und vor allen Dingen jetzt, wo dieses Aquarium hier im Laden steht, fragen halt auch die Leute immer danach. Die kommen und sagen, oh, was ist denn das hier? Wie funktioniert denn das? Und ja, das können wir euch jetzt zeigen hast und du auf dieses Video verweisen. Hast du Erfahrung mit den Eckfilter ja. von Dernerle gemacht? Ja. Hast du denn auch Erfahrung mit anderen Filtern? Ich habe eine Strömungspumpe getestet von JBL. Eine Strömungspumpe ist ja wie ein Filter und die hat einen runden Auslauf. Ich habe jetzt selbst nur probiert, wie das jetzt so passt und ich habe selbst noch keine anderen Erfahrungen im Dauerlauf gemacht, weil wir hier diese Filter nicht betreiben. Habe aber Kundenfeedback und daher weiß ich, also mit dem JBL geht's. Und manchmal. Ja, wahrscheinlich mit dem Sera-Eckfilter auch. Ja, genau, der Sera-Eckfilter. Da gibt es ja auch so ein Bastelset dabei mit mehreren Anschlüssen. Im Zweifelsfall nimm ein Stück Schlauch und mach es dir halt irgendwie so, steckt das drauf, dass es passt. Da muss man halt mal improvisieren. Aquaristik ist immer noch ein bisschen basteln. Es gibt nicht alles Plug and Play. Aber das Ding macht. Das ist ja schön im Hobby. Ja, klar. Ihr könnt dann auch ein bisschen kreativ sein, ihr könnt euch was einfallen lassen. Und wenn es dann noch schön aussieht, dann ist es natürlich doppelt praktisch. Also. Hier ist es wirklich alles super dezent. Also ich finde das Teil schön. Und manchmal dreht sich es halt auch. Das sieht dann oben drin. Und es ist garnelensicher. Ja, hatte ich vorhin schon gesagt. Garnelen gehen rein und wandern vorne wieder durch. Ist mir gerade aufgefallen, weil ich über junge Garnelen solches Becken schwimme. Ja, da sind ganz viele drin. Und trotz der Amano-Garnele, und das sind ja demnach Neocaridina-Nachwuchs. Nee, das sind Sulawesi-Inlandsgarnelen. Mit der Frank letztens vorbeigebracht. Inlandsgarnelen. Aber die Amanos lassen auch die kleinen Garnelen in Ruhe. Also funktioniert einwandfrei. Sind auch relativ kleine Amanos, also da passt das gut. Die Sulawesi-Inlandsgarnelen, gab es auch ein Video von Liquid Nature letztens dazu, die sind wie so ein Mittelding zwischen Neocaridina und Amano, also klein, aber fleißig. Wobei trotzdem, eine Amano ist unschlagbar. Also als Algenputzer geht das eigentlich gar nicht ohne. Ja. Gut, wenn ihr mehr wissen wollt, auch dazu gibt es ein Video. Natürlich, mehrere Videos. Das war eigentlich das Fazit, das Feedback und die Vorstellung von diesem neuen Produkt. Wir finden es gut. Und alles, was wir gut finden, das empfehlen wir euch, sowohl hier im Geschäft als auch in den Videos. Und nochmal, wenn ihr es im Laden nicht kriegt bei euch, dann unten verlinkt das Ganze. Wir hoffen, dass es jetzt weiterhin lieferbar ist, denn ja. Eine unbezahlte Produktplatzierung. Sowieso unbezahlt. Also fairerweise, das, was wir damals geschickt bekommen haben, war natürlich nicht bezahlt, das war umsonst. Aber das kommt ja auch vom Hersteller selber. Das haben die uns ja ungefragt geschickt. Jetzt kriegt man keine mehr. Das letzte hat der Zoll abgefischt. Genau, und du hast dich nicht gekümmert, glaube ich. Doch. Ne? Echt? Ich du hast dich gekümmert? Ich habe eine EORI-Nummer beantragt, aber die kam so spät. Erzähl mal die Geschichte. Wie war denn das? Nee, da kam ein Paket. Ja. Da rief mich in Leipzig der Zoll an. Sie bräuchten meine EORI-Nummer. Das ist so eine Nummer, damit der Absender und der Empfänger irgendwie schneller abgeglichen werden kann oder irgendwas mit Einfuhrbestimmung. Und ich habe die beantragt und ehe die dann aber da war, war das Päckchen schon wieder auf der Heimreise. Das ist natürlich bitter, aber das scheint ja die ersten beiden Male irgendwie trotzdem auch. Ja, da kam es einfach an die Haustür. Jetzt auf einmal wollten sie, das war ein Problem, da waren, glaube ich, Filtermedien drin. Ah, okay. Da war so Kohle und Pulver drin und da wollten sie natürlich ganz genau wissen. Also Kunststoffteile ist nochmal was anderes als ein Döschen mit irgendwelchen Ingredienzien. Und sie wollten halt wissen, also ich wusste gar nicht, von wem das Päckchen kommt. Die haben mich da gefragt, was ist denn das, was ist denn das? Ich sage, habe ich noch nie gehört, weiß ich nicht. Die haben ja nichts bestellt. Neue Produkte. Ja. Ja. Genau, also so läuft das hier bei uns im Influencer-Business. Also auch die einzige Firma, wo wir Performer was zugeschickt kriegen. Stimmt, einfach so, ohne was zu sagen. Zwei Pakete, das haben wir in den 4 Jahren bekommen, das war von Aqua. Vielen Dank Rio, nochmal. Wir haben keinen Kontakt mit denen, das machen die initiativ. Genau, vielen Dank nochmal an Aqua Rio. Ihr werdet dieses Video jetzt bestimmt nicht sehen, aber wir finden das gut und wir haben euer Produkt definitiv schon oft empfohlen. Wenn es mal vergriffen sein sollte, also der nette Tobi von Aquasabi hat mir erklärt, dass das da immer ein bisschen komplizierter ist. Also es dauert 6 Wochen mindestens, bis das ganze Zeug hier ist. Und die müssen halt immer relativ viel bestellen. Da lohnt sich halt nicht nur ein Artikel. Ich hoffe, es sind jetzt genug vorrätig. Denn wir haben uns hier im Laden auch ganz gut eingedeckt, wie mit dem Ista. Den gab es ja dann irgendwie auch ein Vierteljahr nicht. Wir haben die hier und hoffentlich könnt ihr auch genug kaufen. Denn das ist wirklich ein geniales Produkt. Und dem prognostiziere ich noch eine gute Zukunft. Weil Sachen, die funktionieren, die kann man getrost empfehlen. So. Ich verabschiede mich jetzt und wenn ihr euch bei den ganzen
Einblicken jetzt und bei den ganzen Bildern gefragt habe, was es mit dem kleinen Aquarium auf sich hat. Mehr verraten wir euch erstmal nicht. Falls ihr neugierig seid und was dazu wissen wollt, vielleicht mal ein Porträt sehen wollt, dann müsst ihr uns das in die Kommentare schreiben und dann gibt es vielleicht nochmal ein extra Video zum Making-of und zum Thema ja, dieses Nanobeckens generell. Wir sagen danke fürs Zuschauen, fürs Zuhören und jetzt darfst du die Kamera nach oben schwenken und ich sage bis dahin. Ciao. Du musst sagen, Glocke aktivieren, Abo da lassen, Kommentar schreiben. Ja, das hast du jetzt schon gesagt. Also, okay. Ich bleibe bei meinem. Bis dahin. Ciao. Ciao.